Zuschauerinnen und Zuschauer. Käse muss man in der Regel lagern und je nach Sorte sogar recht lang. So wird er von Tag zu Tag mürber, aromatischer und besser. Das trifft besonders auf den Emmentaler zu, wo speziell für Coop im Felsenkeller gelagert, gepflegt und ausgereift wird. Der Höhlengereifte, die Emmentaler, ist einfach besser. Grüezi miteinander. Mehr zu dem besonderen Käse erfahren wir dann später. Und ebenfalls bei uns im Studio ist eine prominente Persönlichkeit, Maya Brunner. Maya Brunner, Sie sind ja als Sängerin in so vielen verschiedenen Sparten zu bewundern. Was sind Ihre aktuellen Projekte? Ich feiere dieses Jahr einen runden Geburtstag und aus diesem Anlass habe ich ein Tourneeprogramm zusammengestellt, wo ich sowohl rückwärts schaue, musikalisch, wie natürlich auch vorwärts. Kochen Sie ja gerne? Sehr gerne sogar und vor allem, wenn ich genug Zeit habe, um alles in Ruhe vorzubereiten. Heute haben Sie genug Zeit. Sie werden mit einem Chefkoch ein Rezept zubereiten können. Aber zuerst zu unserer Wettbewerbsfrage an die Zuschauer im Studio. Wie lange muss ein höhlengereifter Emmentaler im Felsenkeller gelagert werden? Sind das 3, 8 oder 12 Monate? Wir machen zusammen ein Käsesoufflé und das in wenigen Minuten. Das Gemüse waschen, in Rösali streifen und Würfel schneiden und in wenig Salzwasser vorkochen. Abtropfen und in einer grossen, ausbutterte Auflaufform geben. Dann noch ein bisschen Böhlen darunter mischen und den Knoblauch drüber streuen. Richtig. Jetzt, wie versprochen, zum Geheimnis vom höhlengereiften Emmentaler. Tief unten in einem alten Felsenkeller werden die ausgesuchten Käseleib bei optimaler Temperatur und Feuchtigkeit gelagert und gepflegt. Ein ganzes Jahr lang muss er da unten bleiben und reifen. So kommt er seinen sagenhaften Geschmack über. Und da sehen wir jetzt gerade, wie sich der Käse auf den ersten Blick von anderen unterscheidet. Durchs Lagern im feuchten Felsenkeller kommt Rinde eine Patina über und wird fast schwarz. Für einmal ist es ein gutes Zeichen, wenn man schwarz sieht. Gut sieht es aber auch beim Rezept aus, oder Maya Brunner? Ja, es geht jetzt weiter mit der Soufflé-Masse. Jawohl. Anke im Pfändli schmelzen. Das Mehl im Sturz beigeben. Milch dazugießen. Und glatt rühren. Und 2 bis 3 Minuten köcheln. Geriebenen Käse dazugeben und in der Masse schmelzen. Dann abschmücken mit Pfeffer, ein bisschen Muskat und Salz. Mit dem Eigelb und den gehackten Kräutern vermischen. Eiweißschnee vorsichtig gerundet haben und sofort über das Gemüse verteilen. Und dann im unteren Drittel vom Ofen ca. 25 Minuten lang backen. Und wo Sie das Rezept nachlesen können, das wissen Sie ja, wie immer, in der neuen Coop-Zeitung. Jetzt aber zur Auflösung von unserem Wettbewerb. Der höhlengereifte Emmentaler muss ein ganzes Jahr lang im Felsenkeller gelagert werden. Also hat er grüne Karte gewonnen. Bitte, Maya. Die richtige Antwort ist also 12 Monate und gewonnen hat das Nachtessen für 2 Personen auf dem Bürgerstock, Virginia Pfister. Herzliche Gratulation. Gratuliere. Ein herzliches Dankeschön von unserer Blumenabteilung. Danke vielmals. Dankeschön. Gewinnen können Sie auch die Heim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nämlich im Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren. Floral Kaffeeramkändli. Toni Müsi Drink Berry Mix, Toni Nuckis Erdbeer, Vollmilch und Milchtrink und Thai Coconut Milk. Zu gewinnen gibt es 10 Tage Sonne, Sand und Spass für 2 Personen auf Phuket in Thailand, sowie 10 Boxsets von Thai Kitchen und zusätzlich 80 mal 10'000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das wär's gsi für heute. Wer gerne Salami hat, sollte das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch nicht verpassen. Schön, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.